Willkommen zum nächsten Battle Report mit meiner angekündigten, umgebauten Deathwatch-Liste. Heute aber gegen Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und ironischerweise spielt die Deathwatch heute wieder gegen die Tau. Du spielst was für Septe? Ich spiele die Tau und die Sakia. Tau was, und Sakia. Was tun die? Tau sagt Overwatch. Ja, Tau lässt Overwatch 5, ja. Und die Sakia sagt, ich darf jeder eine, die der Sakia umgeschlossen ist, einen Trefferwurf eins wiederholen. Okay, alles klar. Beliebigen müssen wir. Okay. Gut, und meine ungebaute Deathwatch-Liste. Ich fange gleich da an, da weil der Fabian noch seine Bonser zusammensteckt. Ich habe mich jetzt diesmal, nachdem das Era-Darm mit Jocken in der ersten Runde gecancelt worden ist, habe ich mich jetzt dazu entschieden, ein bisschen Vorzeige mit in die Listen aufzunehmen. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Mein Warlord, also es ist ein Battalion. Mein Warlord ist ein Watchmaster, ganz normale Ausstattung. Was der hat, ist das Relikt, dass er eine andere Missionstaktik wählen darf und jede Einheit im Umkreis um 8 Zoll oder 6 Zoll um ihn darf dann quasi sich auswählen, ob er die aktuelle Missionstaktik oder die von ihm gewählte Missionstaktik wählt. Dann der zweite HQ ist eines meiner neuen Modelle, ist Dark Angels, Terminatoren-Captain. Mit in diesem Fall Energieaxt, ziemlich cooles Modell, gefällt mir voll gut. Ja, wurscht. Dann, die erste Standardeinheit ist ein 8-Mann Primaris Kill Team, 9-Mann Primaris Kill Team mit 5-mal normale Intercessors. Ich bin mir jetzt nicht sicher, obwohl ich glaube, ich habe einen Granatwerfer gekauft, das tragt in dem Fall dann der Sergeant. Dann und 4-mal Hellblaster. Die Einheit kommt in die Schockreserve. Dann der zweite Trupp ist ein Killteam. Also ich habe jetzt im Prinzip zweimal identische Killteams. Das ist einmal ein Vanguard mit Energieklaue und Sturmschild. Dann zwei normal, also jeweils ein Veteran mit Energiefaust und Sturmbolter. Dann zweimal Schild mit Sturmbolter. Also quasi Schildsturmbolter, auch wieder eines von meinen neuen Modellen, auch wieder Dark Angel, wie bereits angekündigt, hat mir der Jürgen damit gute Bits versorgt. Ja, gut. Dann zwei Veteranen mit, keine Veteranen. Einmal der Sergeant, jeweils der Sergeant oben mit diesem Ding am Dach. Ein Sergeant mit Energiehammer und Sturmbolter und einmal jeweils ein Black Shield mit Energiehammer und Sturmbolter, dass ich einfach die drei Attacken ausbringe aus den Jungs. Das heißt, 6 Attacken haben wir dann. Und pro Killteam zweimal Schrapnellkanone. Schrapnellkanone heißt sie. Davon. Das zweite Team geht auch in die Schockreserve. Und eins von den Teams mit dem Watchmaster fliegt im Korbus. Dann habe ich noch einen Terminatorentrupp. Zweimal Hammer und Schild, dreimal Raketenwerfer, Sturmbolter und Energieaxt. Die Listen gestern rumgeschrieben, jetzt habe ich gestern am Abend irgendwie um 9:30 oder so noch drei Energieäxte angemahlen, so auf die Gahe. Und die sitzen in einem Land Raider Redeemer. Der Land Raider Redeemer ist ganz normal mit seinen Flammenkanonen, mit dem Sturmbolter, mit der Sturmkanone und in Sturmbolter hat er auch, also WYSIWYG. Einzige Problem ist, der Herr da hinten, der Kommandant, hat beide Arme verloren beim Transporten, die haben keinen Kleber mit. Gut, solange es noch das ist. Das sind auf dem Punkt genau 2000 Punkte. Und ja, dann warte mal, ich werde mal jetzt kurz einen Cut machen, weil ich muss nämlich gescheiterweise mit dem Handy filmen, weil ich voll Idiot vergessen habe, die Speicherkarten für die Kamera mitnehmen. Ja gut, passt, dann bis gleich zur Tau-Armee-Vorstellung. So, zurück zur Tau-Vorstellung. Dann start gleich mal, was du da alles Schönes mit hast. Passt, okay, dann fangen wir gleich mit der Tau-Sept an. Und zwar spiele ich da eben ein Spearhead Detachment. Angefangen mit meinem Commander. Mhm. Das ist ein normaler Enforcer Commander mit zweimal Airburst Frag, Velocity Tracker und als Relikt hat er das Neurosept. Mhm. Er ist auch mein Warlord. Dann habe ich da eben den Longstrike
mit Raygun, zweimal Smart Missile Systems, Seeker Missile hat er noch dabei. Mhm. Und dann hat er noch dreimal Hammerheads habe ich noch dabei mit Ionenkanone und zweimal Smart Missile System. Das ist einmal nur das Tau Spearhead. Okay. Und dann kommt jetzt nochmal Sakea Brigade. Und also umfangen tun wir dann für die Chefs einmal. Da haben wir zweimal Fireblades, Kader Fireblades, ja, so wie sie sind. Dann ein Ethereal habe ich dabei auf Hoverdrone. Die kommt zum Schluss. Dann habe ich eben noch die drei Fireside Marksmen, zählen als Charakter. Weiß ich. 6x5 Feuerkrieger. Mhm. Einer davon hat noch einen Marker dabei, das ist er. Mhm. Dann 3x5 Pathfinder. Mhm. Und 3x Skyray Gunships mit den mit den Seeker Missiles. Das sind 6 Stück insgesamt. Jeder hat damit einen Velocity Tracker drauf. Okay. Und eben die Marker Lights. Und immer als Auxiliary Detachment habe ich noch sie. Die Schattensonne mit der Kommando Link Drone und die M52 Shield Drone. Was? Auxiliary Detachment? Ja, minus ein Kommando. Ach so, okay. Was, das heißt, du hast jetzt da quasi mit 15 Command Points, wenn ich das richtig im Kopf noch kann. Ich hab 15, genau. Okay, 15 minus 1 sind 6. Nein, ich hab 16. Du hast, genau, du hast. Okay. Okay, passt. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ich vergessen habe, er hat noch als Relikt die Bane Bolts of Hasse nicht gesehen. Das heißt, der Sturmbolter macht serienmäßig 2 Schaden und jedes 6 im Verwundungswurf macht Mortal Wounds. Und er, habe ich auch vergessen zu sagen, trockt 2 Laserkanonen. Die starken Raketen, also sprich die Skyhammer Missile Launchers, den Hurricane Bolter und den Infernum Halo Launcher. Das heißt, alles, was bei dir da Fly hat, sprich quasi alles außer deine Typen, die da umeinander auf dem Boden umeinander laufen, haben minus 2, um den zu treffen. Das ist, aber du hast der überall den, also das heißt minus 1 Auto-Hit trotzdem. Ja, du kriegst da plus 1, nicht mit dem Velocity Tracker. Genau, da kriegt sein Ibrahim plus 1 und plus die Marker jetzt kriegt er nochmal plus 1. Okay, ja gut, also auf jeden Fall grundsätzlich ist alles, was Fly hat, minus 2 auf den. Ja. Ja, und sonst ganz normal sei Überflug, schnicki schnacki und ja gut, passt. Dann, was spielen wir denn? Spielen wir irgendwas so Spezielles? Haben wir nicht ausgewürfelt, gut, passt. Wir würfeln nochmal alles zum Aus, stellen nochmal auf und dann quasi, bevor es um einen Initiative-Klau geht, melden wir es nochmal zurück. Passt, bis dahin. Tschüss. Die Aufstellung ist getan. Ich fange einmal da an. Ich habe 2 Modelle am Feld. Ist die Hälfte eigentlich? Jaja, es sind der Captain, der Watchmaster, der Terminatorentrupp, ein Killteam, der Land Raider und der Corvus Blackstar am Feld und den Reserve sind tatsächlich nur 2 Modelle. Also es muss nicht am Feld sein, es kann an ihm Feld sein. Ja, es ist ja am Feld, es gilt ja am Feld. Okay, ja. Es gilt ja als am Feld. Ja. Also das ist schon alles konform und ich habe 110 Punkte Power Level und die 2 Einheiten, was in Reserve sind, sind irgendwie 25 oder so. Also es ist schon deutlich mehr am Feld. Und da schwenke ich jetzt einmal kurz auf die Tau. Dun, 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 dun. Das ist quasi die Wildlinge. ja, das ist ein bisschen was, gell? Ja, was willst du hören? Das sind halt einfach 6 Standards und überhaupt und sowieso. Ja. Und das ist bemalt. Ja gut, aber das hast du nicht selber bemalt. Das muss man. Das ist wohl. Wurscht ist nicht. Ja gut, dann. Ich krieg plus 1. Das heißt, ich brauche die 3. Bitte. Ich brauch so dringend den ersten Zug. Was ist da bin ich in der ersten Runde gezähmelt. Ich hab ein bisschen Hose voll. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt klaust du mir die Inni, dann scheiße ich mich an. Na, Gott sei Dank. gut, wir spielen die Paz-Situation. Das bedeutet nichts anderes als wie erste Runde 6 Missionsziele und dann immer eins weniger.
Wir spülen nur das heute. Willst du abheben? Okay, dann starte ich gleich mal mit dem Ziehen. Verteidige die 1. Hexenjagd, wie tun wir mit dem, was nicht erfüllbar sind? Nicht ziehen, oder? Hexenjagd, okay. Dann Luftraum sichern, das geht. Dann überwältigen die Feuerkraft, irgendwas in der Schussphase töten, das geht auch. Tod von oben. Die Fliegen kann. Nein. So mindestens eine feindliche vernichtet wurde, die das letzte Modell der feindlichen Einheit durch die Attacke. Inka Flieger muss von mir was töten, das geht auch. Dann sichere die 4 und verteidige die 2. Das heißt, die 1 ist da in der Mitte, das trifft sich grundsätzlich nicht schlecht. Die muss ich verteidigen. Luftraum sichern ist klar, überwältigen die Feuerkraft ist klar, tot von oben. Dann sichere die 4. Die 4 ist da. Und verteidige die 2. Wo ist die 2? Die ist irgendwo bei dir oben, gell? Okay, das wird eher nichts mit dem Verteidigen. Ja gut. Dann bewegen wir jetzt einmal, machen einmal die erste Runde Deathwatch. Und ja, ich bin gespannt. Das steht und fällt jetzt alles mit der ersten Runde in Wirklichkeit. Wenn du schießt mal alles weg, schaust mal, was da drüben steht. Du weißt ja, das ist geil. Ja gut, aber grundsätzlich ist der Plan einmal eher gut. Wir schauen. Weißt gut, dann hättest du dann. Jetzt erste Runde, was hast du nichts verraten? Alter, schau das mal an, was da kommt. Also ganz einfach, nicht? Die Dinger machen wir die Fahrzeuge auf und die Dinger schießen wir alles, was drin sitzt, auf. Aus dem. Ja, wurscht, passt. Ja, scheiße. Okay, passt. Jetzt erste Runde, Deathwatch. Erste Schussphase vorbei. Ich bin in Wirklichkeit selber schaubar gewesen, aber dennoch nicht unerfolgreich. Ich bin mit meinem Flieger nach vorne, habe mich in Reichweite begeben, bin mit dem Land Raider nach vorne und halte da jetzt gerade noch das Missionsziel. Ich hoffe, er macht mir den jetzt da nicht auf, aber das ist eher wahrscheinlich, sagen wir es einmal. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe da auf den taktischen Trupp geschossen mit dem Hurricane Bolter vom Flieger. Hab den dann mit vereinten Kräften vom Hurricane Bolter System und vom Sturmbolter vom Land Raider ausgeschalten. Das war der erste Trupp, der gefallen ist. Dann habe ich mit der Sturmkanone und dem Moralwert den ersten, also einen von den Pathfinder-Trupps ausgenommen und dann mit beiden Flammensturmkanonen einen zweiten Pathfinder-Trupp. Das heißt, ich habe auf jeden Fall das First Blood und habe wirklich 3 Einheiten ausgeschalten. Außerdem habe ich mit den Sturmschlagraketen und mit den Laserkanonen den Chef, wie heißt der? Longstrike. Lebenspunkte gezogen, der hat jetzt, das ist jetzt auf der Hälfte, glaube ich, genau, 6 habe ich genommen und 6 hat er aber irgendwie so. Er hat 13. Ja, und 6 habe ich auf jeden Fall genommen, 3 mit der Laserkanone und 3 Flat mit dem Raketenwerfer. Also der ist jetzt ungefähr auf der Hälfte, er ist noch nicht schlechter, das ist ein bisschen ein Schaß, aber ja, ist so. Gut, Missionsziele. Wie gesagt, ich nehme mal das Verteidige, die 2, weil das würde ich jetzt ablegen. Als mein First Blood. Und dann, was habe ich erfüllt? Ich habe erfüllt. Leider. Überwältigen die Feuerkraft habe ich erfüllt. Ich habe 3 Einheiten ausgeschalten. Das heißt, ich kriege W3. Da bleibt bei der 1. Dann habe ich. Die fliegen kann. Nein, das hat er leider nicht geschafft. Der Land Raider kann nicht fliegen. Okay. Das heißt, die Koltmar Luftraum sichern, das ist nach wie vor machbar. Dann Tod von oben ist auch machbar, außer er nimmt mir jetzt einen Flieger außer, dann ist es nicht mehr machbar. Und sichere die 4. Werden wir sehen. Okay, passt dann jetzt. Missionsziele, siehst du gleich? Achso, hast du schon? Nein, passt schon. Alles gut? Nein, das ist nicht. Achso, das sind deine Starter-Champs. 6 Mal.
sichere die 4, Vorherrschaft, Linie halten, sichere die 1, sichere die 2 und sichere die 3. Also die 1 ist da in der Mitte, genau. Die 4 ist hinten bei mir, ist die Vorherrschaft, ja, die 3 ist da drüben und Linie halten. Also Linie halten bringst du auf jeden Fall zusammen, und die anderen wird 2 kriegen, nicht machbar. Sichere die 2, genau, das hält das da. Also wenn die Vorherrschaft wummelt, dann muss ich die anderen haben. Okay, ja gut. Wenn du jetzt die Vorherrschaft machen würdest, gell? Also mit deinen Panzer ausschwärmen, daher. Gut, wobei, Shadows sind schockt, nein, die Shadows steht da hinten. Steht da hinten, ja. Ja, auf 4 kommst du nicht, das ist zu weit weg. Obwohl, ja, der, wie weit kann der sich bewegen, wenn er Vollgas gibt? 12 plus 6 wahrscheinlich. Ja, plus 6. Also kommst du eh nicht hin. Kommst du eh nicht hin. Okay, passt, dann jetzt. Bewegst du dich überhaupt? Schauen. Okay. Okay, Bewegungsphase Tau und. Erste Runde Tau, das wird jetzt ein Spaß. So, ich freue mich gerade an Haxen aus, dass alles aus ist. Meine Casualties in der Runde, nur der Flieger allein. Er hat mit allen, einfach mit jedem Bonzer, er hat jetzt an alle Raketen verschossen, er hat einfach alles, was irgendwie gegangen ist, auf den Flieger geschossen. Und der Flieger hat tatsächlich durch diese Auspacks, durch ein Infernum Halo Launcher, das Minus 1, also das zusätzliche Minus 1, hat es einfach wirklich gemacht, gell? Ja, das hat es einfach wirklich gemacht. Er hat jetzt überall den Plus 1 Buff gekriegt vom Long Strike und einfach dieses Minus 2 hat es heute gemacht, sonst hätte er mal den Flieger nach der ersten Salve ausgeschossen gehabt. Aber der hat durchgehalten bis zum Schluss. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gut. Dann hat er mit den ganzen Infernum Halo Launcher. Ich weiß, da gibt es ein Error da. Lies dort in mein Tablet. Warte, da ist das Tablet. Jetzt das haben sie nämlich erratiert. Ich lege den nicht an. Warte, da haben wir gleich live in Kamera. Da, Error da, schau. Infernum Halo Launcher. Wenn eine feindliche Einheit, die fliegen kann, in den Fernkampfphase ein Modell mit Infernum Halo Launcher Überschall als Ziel wählt, muss dein Gegner Trefferwürfe von 1 abziehen. Das heißt, er hat Überschall, das heißt sowieso minus 1 plus dem Infernum Halo Launcher minus 2. Und das hat es tatsächlich gemacht. Mhm. Das ist ziemlich cool, ja. Ja, was hat er sonst gemacht? Also mein Club ist da ausgestiegen, Gott sei Dank kein Dota dabei. Den Land Raider, der hat auch überlebt, der hat zwar nur mal 2 Lebenspunkte, das ist aber scheißegal, 4 einmal mit den Flammenwerfer einhalten reicht es jetzt noch. Und ja, das ist es. Also sehr, 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 ich freue mich Haxen aus. Dementsprechend mag ich jetzt auch gleich 2 Siegespunkte, weil ich die 1 verteidige. Mhm. Ich nehme da gleich ein zweites Missions. Genau, zu dem war man noch gleich kommen. Gut, erfüllt hast du was? Linie halten und sichere 2. Linie halten und sichere 2. Okay, dann ziehe ich 2 Missionsziele noch. Sichere die 2, das ist das bei dir dort, gell? Aha, und das ist das Imperator Strafe, das ist die 16. Schauen wir noch bei den Missionszielen, was ist denn die 6 bei der Death Watch? Da ist es. So, du erhältst einen Siegespunkt, wenn mindestens eine feindliche Einheit in dem Zug zerstört wurde. Du erhältst stattdessen wie 3 Siegespunkte, wenn mindestens eine feindliche Einheit der Eldari, Tau, Necrons, Orks oder Tyranids zerstört wurde. Das heißt, du musst einfach irgendwas von dir killen. Das bringe ich jetzt um. Gut. Ja, dann jetzt, also ich freue mich total, dass die Hunde noch leben. Dann werden jetzt einmal meine Terminatoren aussteigen, die Schockreserven aufs Feld kommen und dann nehmen wir den Herrn einmal in die Zange. Schauen wir mal. Ich werde es einmal bewegen und dann, ich würde sagen, bevor ich dann tatsächlich schieße, melde ich mich nochmal und sage, wo ich meine ganzen Einheiten hingestellt habe. Gut, dann jetzt Runde 2, Death Watch. So, Ende der Bewegungsphase von der Death Watch. Was ist passiert? Ich bin mit dem Trupp nach vorne gegangen. Watchmaster ist da noch vorne gegangen, hat sich jetzt in das 6 Zoll daher positioniert. Ich habe da mit dem ersten Schocktrupp die Inceptors und die Hellblasters da eine Conga-Line gebaut, dass ich da in 6 Zoll zum Chef bin.
da hinten auf und die Hellblaster sind die letzten vier da oben. Die stehen im 15 Zoll zu ihm. Hab dann das zweite Killteam da hergeschockt, innerhalb von 12 Zoll auch wieder zu ihm, dass die Death Ray Cannons Stärke 9 minus 13 bringen. Die Thermis sind da nach vorne gegangen, haben sich da geschart. Die werden jetzt einmal versuchen, da irgendwie ein bisschen was auslöschen. Der Land Raider hat sich nicht bewegt, der trifft sowieso nur mehr auf die 5 oder so. Der ist nämlich richtig schon schlecht. Ja genau, der trifft nur mehr auf die 5 plus und hätte sich sowieso nur mehr 3 Zoll bewegen dürfen, was zweitrangig ist, weil er eh da 8 Zoll zu D hat, das heißt, es kann alles schießen. Gut, dann jetzt schaut das gleich wieder ein bisschen anders aus auf dem Feld, wenn ich auch ein bisschen was da stehen habe. Und jetzt nehmen wir die Jungs in die Zange. Wichtig ist jetzt, dass das ganze Klanggesocks fällt. Das sollte aber funktionieren. Unterm Sturmbolterfeuer, da kommen jetzt nämlich richtig viel Feuer, richtig viel Schuss zwingen, weil, naja, das Problem ist, wenn ich den Trupp charge, dann gibt er alles Abwehrfeuer. Das will ich natürlich nicht, ne? Das will ich natürlich nicht. Ja gut, dann jetzt. Zweite Runde, Death Watch. So, eine erfolgreiche Runde, kann man so sagen. Was habe ich gemacht? Ihr seht, von seiner Infanterie steht de facto nicht mehr viel. Ich habe ihm den Trupp ausgeschossen mit den Flammenwerfer und mit dem Watchmaster. Dann habe ich ihn den zweiten Trupp ausgenommen mit der Sturmkanone. Dann habe ich einen dritten Trupp irgendwie mit den Sturmbolter von denen ausgenommen. Dann habe ich die ganzen Panzer angekrotzt, der hat überhaupt noch mal einen Lebenspunkt. Der hat doch 6 Lebenspunkte. Mit den ganzen Schrapnellkanonen, mit den Sturmbolter habe ich ihm das ganze Klanggedöns ausgelöscht. Die Intercessors haben auch da irgendwie einen 5er Trupp ausgeschalten, so irgendwie war das. Dann die Hellblaster haben ja alles getroffen, alles gewundert und haben ihn am Panzer ausgeschossen. War in Wirklichkeit nicht anders zu erwarten. Dann habe ich mit dem Trupp da oben Beschussaufteilung gemacht. Ich habe ihn dem Panzer auf 5 Lebenspunkte runtergeschossen mit den Schrapnellkanonen. Habe ihn mit 3 Sturmboltern den Breacher-Trupp ausgenommen und mit 2 Sturmboltern plus Moralwertphase den letzten Trupp. Das heißt, das ganze Klanggedöns ist jetzt weg. Jetzt schießen gleich mal die Panzer. Und das wird jetzt eine wilde Geschichte. Habe ich Missionsziel technisch was erfüllt. Würde die fliegen kann. Jawohl, ich habe eine Einheit, die fliegen kann, vernichtet. Dann tot von oben. Ich habe eine Einheit tot von oben. Ich habe noch eine Einheit, das ist auch eine Einheit, die fliegen kann. Das heißt, ich habe da 2 Punkte. Dann sichere die 4. Na, das ist bei mir da hinten. Sichere die 2, das ist bei dir vorn. Und das war, ich muss einfach irgendeine Einheit von dir töten. Wie viele Einheiten habe ich getötet? Auf jeden Fall mehr wie 3. Mhm. Wie viel habe ich genau getötet? Aha, nein, ich krieg automatisch wie 3 Siegespunkte. Ich kriege automatisch wie, bleibt dabei bei 1. Okay, das heißt, ich mache die Runde 3 Siegespunkte. Und siehst du noch? Ja. Auf 5 Ziele bitte. Sichere die 6 und verteidige die 1. Die 1 ist da und die 6 ist da. Okay, die 6 geht, wenn du mit ihm rausgehst. Du musst sichern, oder die verteidige. Sichere die 6. Okay, das geht. Das geht auf jeden Fall. Okay. Ja, eigentlich eine erfolgreiche Runde. Jetzt geht es darum. Wenn du mal jetzt gescheit was aussagst, dann hat es sich erledigt. Und sonst hat es sich für dich in der nächsten Runde erledigt, weil dann bin ich mit allen drin, was du irgendwie umeinander fleucht. Außerdem, ich habe überall einen Flyer dabei, das heißt, ich kann. Gut, okay, du wirst jetzt mit dir sowieso rausfliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du drin bleibst. Okay, dann jetzt Runde 3, Tau. Ende Runde der Tau. Er hat in Wirklichkeit nicht viel getan. Er hat mal 3 Marines, 2 Marines ausgenommen, 2 Terminatoren ausgenommen
und 4 Intercessors aussagen, nochmal Moralwert kann ich verkacken auf die 6. Mit der 2 definitiv safe. Hast du Missionsziel erfüllt? Ja, 1. Das wäre die sichere 6. Okay, passt. Dann jetzt ziehe ich noch auf 4 Missionsziele. Die Überlegenheit, 3 Missionsziele kontrollieren und die Großwildjagd, die muss irgendwas Fettes töten. Okay, dann schauen wir einmal, wie wir das jetzt am gescheitsten machen. Gut, dann jetzt Runde 3, Deathwatch. So, da Fabian hat gerade aufgegeben. Was ist jetzt noch passiert? Ich habe mich da mit meinem Bonzer gedraht, halte die 2 Missionsziele, ich habe mich da vor und zu bewegt, ich halte das Missionsziel, das heißt, ich mache jetzt automatisch weitere Siegespunkte für die Überlegenheit. Dann bin ich da, habe ihn das Missionsziel 6 freigenommen, dann habe ich ihn da sein Longstrike ausgeschossen, dann habe ich ihn dort und da was ausgeknuspert. Jetzt ist es so, der Trupp hätte noch geschossen, die Hellblaster hätten noch geschossen, die hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit die 2 Panzer nur noch gekillt und ja, er hat dann kurz gesagt, einfach er gibt auf. Er ist jetzt gleich gerade aufs Klo gegangen, das hat mit der taktischen Nachbesprechung, müssen wir jetzt kurz schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hätte die Überlegenheit gehabt. Mit einem Siegespunkt bleibt dabei, ich habe die Großwildjagd, das wäre eventuell auch ein W3 gewesen, ist wurscht, ich bleibe mal jetzt bei der 1, sichere die 2 und sichere die 4. Gut, dann warten wir jetzt mal kurz, bis der Fabian, ist er schon wieder da, ausgezeichnet. Ja, also Missionsziele habe ich jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Missionsziele. Plus, ich habe den Durchbruch, sind 10 und wer ist der Warlord? Commander. Der Commander, okay. Okay, das heißt, das ist 10 zu, du hast wie viele Siegespunkte gemacht? 3. 10 zu 3, okay. Also vernichten hätte er mich fast nicht mehr können. Die Frage ist, wie es jetzt weitergegangen war. Mich persönlich hätte es interessiert. Aber ja, ist wie es ist. Ja, kurze taktische Nachbesprechung. Ich muss sagen, die Listen hat genau so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. In der ersten Runde die Einheiten schützen durch die Vorzeige und in der zweiten Runde quasi um den Gegner eine breite Front aufbauen und angreifen. Wobei ich natürlich sagen muss, mein absolutes Model of the Game war heute mit Abstand der da, weil der hat de facto die komplette Tau-Schussphalanx von der ersten Schussphase gefressen. Normalerweise mit einem Panzer genießen. Genau, also jetzt rein rechnerisch natürlich, wir haben öfter geredet, ich habe schon gesehen, dass er die Vastar-Trupp mit 5-mal Laserschüsse 6 Schaden macht oder so, das habe ich auch schon erlebt, gell, das, von dem her muss ich sagen, aber der hat. Ein Ziel, wo du wirklich sagst, okay, das möchtest du ausschalten, das möchtest du das ist tot. Das meistens mit 1 bis 2 Panzer weg. Ja. Aber gut, das minus 2 war halt heute. Das minus 2, also dieser Infernum Halo Launcher, ist der absolute Wahnsinn, der hat es heute wirklich gemacht. Und heute natürlich, muss man eins noch mal dazu sagen, gell? Du hast aber jetzt eine Armee, die plus 1 aufs Treffen kriegt. Das heißt, gegen eine Armee, die keine Modifikatoren aufs Treffen hat, ist das, die treffen den gar nicht mehr. Schon sehr bitter. Ja gut, auf jeden Fall lässige Geschichte. Was halt wirklich schön war, war auch das Strategy, dass du sagst, okay, nein, kriegst keine Kommandopunkte, also kriegst Markerleitz. Keine Markerleitz drauf, ja. Dabei. Ja, deswegen, ja. Ich mach grad Abschluss. So, ja, auf jeden Fall Model of the Game, definitiv der Corvus Blackstar. Model of Shame war heute ganz klar mein Dark Angels Captain. Das ist zwar ein obergeiles Modell, der einfach nur richtig, richtig schön ist und der gefällt mir voll gut, der ist mir voll gut gelungen, aber der war halt so scheiße, weil der hat es nicht einmal geschafft, mit einer Energieaxt einen Marksman auszuschalten.
Das war einfach nur so richtig. Ja, also Model of Shame. Der Rest hat super funktioniert. Wie gesagt, die Killteams haben genauso funktioniert wie soll. Die Schilde haben ein bisschen was abgesaved. Die Schrapnellkanonen haben in der Fernkampfphase gut ausgeteilt. Die Sturmbolter haben die ganze Infanterie weggeschossen, dass alles das Laser frei war. Also wirklich, die Killteams haben in der Konstellation top funktioniert. Das Intercessor Hellblaster Killteam, von dem rede ich gar nicht. Das hat nämlich irgendwie 16 Wunden, glaube ich, gemacht auf deinem Panzer. Ja, die Hellblaster. Alles getroffen, alles treffen. Alles wiederholen wegen einem Watchmaster. Die Doktrin plus 1 auf Verwundungswürfe aktiviert. Plus das Strutter-Champ für noch einmal plus 1. Das heißt, auf die 2 plus Wunden. Plus überladen. Überladen natürlich und 1 wiederholen. Macht einfach mal schneidig 16 Wunden. Geile Scheiße. Und natürlich in halber Distanz. Das heißt, 8 mal schießen. Ja, Killteams haben top funktioniert. Der Land Raider war heute auch wirklich gut, muss ich echt sagen. Der hat heute natürlich die Punkte nicht reingespült, aber der hat in der ersten Runde meine Thermis super gesaved und hat dann in weiterer Folge, ich glaube insgesamt drei Strike-Teams ausgenommen. Ja, mit den Flame. Ja, mit den Flame, also 3 Strike-Teams oder 4. Der Redeemer, ja klar. 3 Strike-Teams und den Marksman, also. Der hat heute seine Punkte zwar nicht reingebracht, aber er steht ja noch am Feld und hat mir jetzt zum Schluss 2 Missionsziele gehalten, weil er einfach so verdammt scheiße groß ist. Wo ist nah? Einer darf eine Mission halten. Wo steht das? Wo steht das? Irgendwo. Sicher? Sicher. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe Sigma geht das, Infanterie nicht. Sonst hätte ich. Ah, das habe ich nicht gewusst. Das in der Situation auch noch nie vorkommen, muss man auch dazu sagen. Ja, klar wieder, ja. Okay, ja, bei dir, bestes Modell, muss ich ganz klar sagen, ist der Longstrike, Fabian. Finde ich halt gar nicht, hätte er da nicht wirklich was gemacht. Naja, schon, aber trotzdem, der schießt über das ganze Feld mit einer extrem hohen Stärke und bufft alles, was im Umkreis ist, auch mit Plus. Genau, ja, das ist eine andere Geschichte. und schlecht ist das Modell von dir? Hey, es war alles nicht wirklich gut. Nein, aber was war heute der? Ja, gut, du kannst eigentlich gar nicht sagen gut, weil. Das. Weiß nicht, ist es. Ich würde sagen, deine 3 Marksmen waren heute richtig scheiße, weil da hat kein einziger getroffen. Ja, die waren echt scheiße. Die haben nie getroffen. Oder haben die auch, hat einer getroffen? Ich glaube, da hat gar keiner getroffen. Ja, ansonsten, Taktik funktioniert, ich war sehr zufrieden. Die Killteams sind. Der Plan ist so aufgegangen, wie es geplant war. Interessant wäre jetzt gewesen, was jetzt tatsächlich noch weiter passiert wäre. Das ist mir aufgeknackt. Ganz einfach. Ja, du hättest schon noch zurückgeschossen. So ist es nämlich nicht. Ja. Naja, die aber zwei. Du hast so viel gesehen, so viel gemacht. Das war. Zwei Bonzer. Warte, schau doch mal den an, Kevin. Zwei Bonzer waren noch voll. Die hätten noch voll hintergeschossen. Shadow Sun ist auch noch da gestanden. Akrylbisse sind es. Zwar, der Shadow Sun ist auch noch da gestanden. Also ich glaube, du hättest mir schon noch gescheit an mitgeben können. Ja, gut, ich hab trotzdem 10 zu 3 Siegespunkte oder so gemacht von dem her. Ja gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Spiel, Fabian. Danke, auf Wiedersehen. Hat Spaß gemacht. Und ja. Erster Sieg, wirklich tatsächlich erster Sieg mit der Deathwatch. Ich freue mich irrsinnig, überhaupt jetzt mit dem neuen Konzept, mit den neuen coolen Modellen. Danke Jürgen, falls du zuschaust, für die ganzen Dark Angels Bits, die du mir gegeben hast. Und ja, abonnieren, klicken, weiterempfehlen. Und ja, in Kürze, ich habe jetzt Urlaub, da geht sich vielleicht noch ein, zwei Spielchen aus. Wobei nächste Woche ist vielleicht ein Kirchtag, da weiß ich nicht, wie viel. Nächste Woche ist ETC. Achso, nächste Woche ist ETC, okay, da werden wir schauen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren klicken, danke fürs Weiterempfehlen. Tut das auch fleißig und in diesem Sinne, hat noch irgendjemand einen Nachtrag, Fabian? Es ist klar, dass der Deathwatch gewonnen hat, weil es war nur der Deathwatch gegen Tau, das Chaos war nicht beteiligt. Also das Chaos, das ist das nächste Mal.
Okay, passt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Baba.